Also das, was mich am meisten fasziniert an der Arbeit mit Orang-Utans, ist die Möglichkeit, für einen längeren Zeitraum vor Ort zu sein, im Regenwald. Ich bin seit circa 2015 mehrmals dort gewesen, in verschiedenen Gegenden von Indonesien, und habe dann jeweils auch mal länger und mal kürzer halt im Regenwald verbracht. Als ich ganz neu dort angefangen habe und meinen ersten wilden Orang-Utan gesehen habe, hat meine damalige Doktorandin nach oben geschaut und gesagt, oh, jetzt macht der Affe gerade ein Nest, und jetzt hat er gerade Zweige sich genommen, macht daraus ein Kissen für sein Nest, und hat all diese Details erwähnt. Und ich selber habe nur nach oben geschaut mit meinem Fernglas und ich konnte überhaupt nicht erkennen. Diese Art von Anpassung, dass man das mit der Zeit erkennt und auch beschreiben kann, dieses Verhalten von den Affen, das hat einen gewissen Zeitraum gebraucht. Also wir machen Verhaltensforschung an den Orang-Utans, das heißt, wir beobachten diese nur, das heißt, wir interagieren nicht mit denen. Die Grundlage von der Verhaltensforschung ist tatsächlich dieses Aktivitätenprotokoll. Und im Prinzip ist es so, dass man dann diesem Tier folgt und in einem Protokoll festhält, alle 2 Minuten, was dieses Tier tut. Die Daten, die im Regenwald auf Papier gesammelt werden, werden am Ende elektronisch verfasst und in unseren Datenbanken abgespeichert. Und dann kann man tatsächlich nach gewissen Verhaltensweisen selektieren und suchen. Und die kann man sich dann halt als Excel-Tabellen separat wieder ausspeisen lassen und dann weitere Analysen damit machen. Mittlerweile ist es halt so, dass man sehr gute Computerkenntnisse haben muss. In Vorbereitung für meine Doktorarbeit habe ich auch einen Statistikkurs sogar 2-mal besucht tatsächlich. Und dort habe ich gelernt, wie man programmieren kann und wie man in Programmen seine Daten bewertet oder auch darstellt und auch analysiert. Die kollaborative Arbeit mit anderen Forschungsgruppen und Instituten ist extrem wichtig, da keine Einzelperson es jemals schaffen würde, jahrelang im Regenwald diese Daten alleine aufzunehmen. In diesen Stationen haben wir lokale Assistenten vor Ort, die dort leben und arbeiten, die tatsächlich auch trainiert sind, diese Daten aufzunehmen. In meiner letzten Arbeit hatte ich das Glück, dass ich einen Zeitraum von 18 Jahren abdecken konnte. Und das bedeutet natürlich, dass eine Unmenge an Menschen diese Arbeit geleistet haben. Ich bin extrem dankbar, dass ich diese Daten nutzen kann. Die Arbeit im Feld verändert einen auch. Die macht einen tatsächlich halt physisch und auch psychisch stärker, denke ich, da man tatsächlich in einer sehr abgeschnittenen, geschlossenen Welt über mehrere Monate lang auf engstem Raum mit vielen Menschen ist, aber auch in einer total fremden Umgebung wie dem Regenwald. Das ist auch herausfordernd, aber es ist tatsächlich auch ein wunderschönes Erlebnis, was ich nicht missen möchte.